So Leute, und damit herzlich willkommen zu einem 21. Part von Let's Play Stream Gothic 3. Würde ich einfach nicht lange schnacken, nehmen wir einfach mal eine Folge auf, ohne live zu gehen. Schauen wir einfach mal, was das Ganze bringt hier. So, gehen wir mal eben kurz rein, Leute. Ich will mal was ausprobieren und schauen, ob das auch klappt, so wie ich es mir vorstelle. So Leute, und damit sind wir wieder hier. Wir haben ja, wie gesagt, letztes Mal in der letzten Folge haben wir im Tempel von Morazul uns die Krone von Adanos besorgt. Oh, es geht mir ab. Oha. Was geht denn jetzt ab hier? Ich glaube, wir haben das letzte Mal, was auch schon prophezeit wurde, den Mist heraufbeschworen, dass großes Unheil oder Übel über die Welt kommt. Ich glaube, das ist jetzt somit auch eingetreten. Bin mir gerade nur nicht ganz sicher, was das heißen soll. Also, das ist jetzt ziemlich schwierig, Leute. Also wenn das wirklich so ist, dann sehe ich echt schwarz. Oh! Mannheim! So. Das ist unglaublich. Ich hoffe jetzt nur nicht, dass hier alles voller Monster ist. Waren das nur die... Ja, komm schon. Waren das nur die paar? Also das ist jetzt unglaublich, Leute. Bei aller Liebe, aber... Was ist das denn bitteschön für Mist? Da haben wir wirklich den Zorn Belias oder so heraufbeschworen. Schwierig. Oder von Adanos halt, ne? Weil das ja auch Adanos Artefakte sind, die wir sammeln müssen. Schauen wir mal eben kurz, was wir noch in... Morazul zu erledigen haben. Mörder von Ramirez. Hier will ein Artefakt aus dem Tempel. Eine alte Vase. Haben wir die alte Vase letztendlich schon eingesammelt, Leute? Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, wir müssen nochmal in den Tempel rein. Weil die Aufgabe lässt mich auf jeden Fall nicht kalt. So, Leute, dann wollen wir noch mal eben kurz im Tempel gucken, ob wir diese Vase finden. Bin echt mal gespannt, ob wir diese Vase finden. So. Die müsste dann irgendwo hier rumstehen, würde ich sagen. Ich werde mal eben kurz die Fackel zünden, Leute. Eine alte Vase mit vielen Schriftzeichen, Leute. Die müsste man dort noch hier irgendwo finden. Dass ich die das letzte Mal nicht mitgenommen habe, das wundert mich. Ich bin auch ehrlich gesagt ein bisschen überfragt, wie die aussehen soll. Müsste aber auf jeden Fall irgendwo hier sein. Schauen wir mal hier nach. Ob die hier irgendwo ist. Ja, müsste normalerweise dann auch angezeigt werden. Letztendlich. Weil eingesammelt habe ich sie auf jeden Fall noch nicht. So, im Korb ist auf jeden Fall nichts mehr. Warte mal. Müssten die Vase doch letztendlich schon eingesammelt haben. Elias Artefakt, eine wertvolle Vase. Ja, moin, ich habe sie gerade nur übersehen. Dann sind wir umsonst hier nochmal reingelaufen. Aber egal. Wenigstens dann noch eine weitere Aufgabe in Morazul beendet, würde ich sagen.
Stecken wir mal die Dingen wieder weg und teleportieren uns am besten dorthin. Weil wir letztendlich auch wieder. Wir müssen uns letztendlich auch wieder schlafen legen, weil es wie gesagt auch dunkel wird. Heavy, heavy. Komm. Gib alles. Es dauert natürlich wieder seine Zeit. Man kennt ihn. So. Wir brauchen ein Bett. Ja. Au, so ein Ding ist das hier. Also, Bettchen. In dem Bett haben wir ja, wie gesagt, schon mal geschlafen. Es ist jetzt nichts Neues für uns. Zack. Und dann wollen wir mal eben kurz zu Ilja. Um ihm diese Vase zu geben. Bin mal gespannt, was er dann für uns gibt, was er dann für uns hat. Ah, hier ist er doch schon. Hier ist deine alte Vase aus dem Tempel. Du aus dem Tempel? Du beeindruckst mich sehr. Zeig her das gute Stück. Ja, das ist sie. Endlich. Du weißt gar nicht, wie lange ich schon hinter ihr her war. Damit sind wir jetzt quitt. Aber ich sag dir was. Ich leg noch was drauf, weil du dein Versprechen gehalten hast. Jemand wie du ist selten. Hat mich sehr gefreut, dich kennenzulernen. Naja, mit 2000 Gold oder was? Naja. Muss man nicht unbedingt haben, ne? Kann man aber mal machen. So, machen wir mal die Parts auf 20 Minuten, Leute. Guckt sich jeder an. Wären dann halt sehr viele Parts, Leute, in dem Fall. Aber, naja. Dann ist das halt so. So, Ramirez Mörder. Bin echt mal gespannt, wer das sein soll hier. Besol. Hat nichts zu sagen. Ramon? Hat Ramon was zu sagen? Auch nicht. Quatschen wir jetzt einfach mal nochmal eben kurz hier mit den Leuten, die einen Namen haben. Auch nicht wirklich. Philippe, weißt du irgendwas? Auch nicht. Olk oder Ölk? Olk? Anger! Weiß auch nichts. Bandaro vielleicht? Bandaro? Ne, auch nicht. Ja, moin. Ja, Leute. Müssen wir mal eben kurz hier den Schuldigen finden, ne? Nasib? Kennt auch keinen. Okay, easy. Müssen wir mal eben kurz nochmal mit den Leuten hier quatschen, würde ich sagen, an der Stelle. Mit Hamid auch nicht. Okay. Hat hier sonst noch irgendwer einen Name? Ist auch nicht wirklich. Fehlt mir nur noch Ismael oder der Wirt ein. Weil den einen Orksöldner haben wir ja gekillt. Der uns ja verprügeln wollte. Wie gesagt, alles im letzten Part. Der auch ziemlich lang geht. Deswegen will ich das auf 20 Minuten jetzt begrenzen, Leute. Machen wir 20 Minuten Parts. Ne, der hat uns auch nichts zu sagen. Sonst ist hier aber auch niemand. Ja, vielleicht draußen nochmal vor der Stadt mit, warte mal, wie hießen die denn nochmal? Mit Ali? Nee, nicht mit Ali, mit Murat, genau, mit Murat reden. Oder hier vor der Stadt mit dem Wasserhändler reden. Müssen wir mal eben kurz schauen, Leute, ob das funktioniert. Machen wir auf jeden Fall 20 Minuten Parts, dann passt das schon alles. So, laufen wir mal eben kurz zu Murat. Der, wie gesagt, halt seine Wüstenoase hier direkt an der Stadt hat. Ist jetzt zwar ein bisschen Fußmarsch, aber ich denke, das ist locker easy hinzukriegen. Monster haben wir ja sowieso keine. Gerade mal ein bisschen am gucken hier, ob das alles auch so läuft, wie ich es will oder möchte. Ob wir dann auch ein bisschen bessere Qualität rausliefern können oder nicht. 20 Minuten, ja. Passiert zwar nicht viel, aber Leute. Machen wir einfach. 20 Minuten sind besser als stündlich. Bin auch ehrlich gesagt gerade am überlegen, wie ich das genau machen werde. Okay, das ist ziemlich... Yo, ich habe keine Lust zu kämpfen gerade. Ich muss zu Murat. Macht einen halben. Und mal eben kurz bei Murat vorbeischauen. Alter Schwede, Leute. Murat, der Murat. So, Murat. Mesir. Der Tempel wurde geöffnet. Ja. Die Schrecken wurden erweckt und sie lassen sich nicht aufhalten. Oh yeah. Okay. Das denkst du aber auch nur. Murat. Murat will auch nicht mit uns quatschen. Alima?
Welch ein gut aussehender Mann. Bist du ein Händler aus Murasul? Nicht direkt. Schade, ich wäre so gerne die Frau eines reichen Händlers geworden. Die Frau des reichsten Händlers der Stadt zu sein, das wäre etwas für mich, meinst du nicht? Ah ja, okay. Ja, moin. Die Frau eines reichen Händlers oder des reichen Händlers zu sein. Ragnarok ist auch hier. Okay. Hä, hatten wir den nicht bei den Ruinen abgesetzt in der letzten Folge? Ich habe keine Ahnung. Ja, moinsen. So. Nach Ishtar kommen wir nur. Aber wir könnten es ja mal probieren. Nach Ishtar kommen wir halt, glaube ich, nur, wenn wir 75 Ruf bei den Assassinen haben. Und da haben wir gerade mal 34. Also miese Prise, Leute, an der Stelle. So, mal eben kurz gucken. Wir gehen einfach mal querbeet ein. Schauen, was uns erwartet. Wahrscheinlich knödeln, bis der Arzt kommt. Man kennt es nicht anders. Ohne zu kämpfen kommst du hier nicht weit. So. 20 Minuten Parts. Ich weiß nicht, ob das gut geht. Ach so, ja, hier genau. Haben wir die Sandcrawler letztes Mal getötet. Nur um Leute zu finden, die wir letztendlich nicht gefunden haben. Also es ist sehr ziemlich schwierig hier momentan. Versuchen wir einfach mal nach Ishtar zu kommen. Ansonsten würde ich sagen, wir geben uns dann schon mal in den nächsten Part auf Assassinenjagd. Weil das ist letztendlich nämlich auch noch so eine Aufgabe von uns, dass wir die Wüste von der Herrschaft der Assassinen befreien müssen. Das heißt, Assassinen alle umbringen. Geht's hier nach Ishtar? Ich drücke immer den falschen Knopf. Ja gut. Es ist auf jeden Fall ein Weg, Leute. Schauen wir einfach mal. Ein Urvieh. Nehmen wir. Aber vorher machen wir nochmal einen Schnellspeicher, Mann. Easy win, easy life. Ab geht die Post. So. Urvieh. Ich möchte nicht wissen, wie viel das Urvieh Schaden macht. Deswegen bringen wir es schnell und knackig um, Leute. Würde mich nicht wundern, wenn wir hier jetzt nochmal Leute finden, mit denen wir quatschen können. Aber ich denke eher weniger. Warum rennen wir schon wieder in die falsche Richtung? Das ist unglaublich. Wir müssen da lang. Ah, ich sehe da hinten schon im Nebel. Wir müssen... Ja moin, mittlerweile mit einem Schlag down oder was? Oh, Warane kriegen, nehmen wir auch locker. Easy. Mehr haben wir jetzt momentan hier nicht. Also die Weiten der Wüste. Das ist einfach nur unglaublich, Leute. Also hier wird es auf jeden Fall noch sehr viel geben, was wir noch erkunden müssen. Und das wird keine leichte Aufgabe, Leute. Gibt's da einen Weg hin? Ja, moin. Ja, wir versuchen jetzt einfach mal da hochzukommen. Und schauen uns einfach mal an, was uns dort erwartet. Ob wir reingelassen werden oder nicht, ich weiß es nicht. Wir müssen einfach mal nachschauen. Kürzen wir jetzt mal ein bisschen hier ab. Weil... Wenn ich sage 20 Minuten, dann sind das auch nur 20 Minuten. Und dann muss ich so viel Content verpacken wie nur möglich. Vor allem, ich rede auch ziemlich mehr. Also ich rede auch mehr als im Stream. Aber ist, denke ich, kein Problem, Leute. Eine ziemlich karge Landschaft hier, ohne Viecher. Das wundert mich schon etwas. Ja, nun gut. Beschweren wollen wir uns da eher weniger. So. Ich hoffe, die Parts gefallen euch. Die sind angenehmer. Und Stream tue ich letztendlich. Ja. Nur noch, wenn es unbedingt notwendig ist. Was wollte ich noch sagen? Also es kommen jetzt täglich 20 Minuten Parts. Also 21 Minuten Part pro Tag. Das ist angenehmer anzuschauen.
Und stream tue ich dann halt, wie gesagt, wenn ich wieder mehr Zeit habe. Aber solange ich dann hier die Parts jetzt machen kann, ist, denke ich mal, in meinen Augen alles in Ordnung. Es kommt wenigstens was pro Tag. Und glaube ich, das ist die Hauptsache. So. Jetzt sind wir an dem Weg angelangt, wo wir hin wollten. Oh, ich hoffe, wir kommen da rein. Ah, es ist schwierig zu sagen, Leute. Schwierig zu sagen. Es wird auch weiterhin Let's Play Stream heißen. Nur, dass die Folgen halt in 20 Minuten kommen. Ja. Umbenennen tue ich da jetzt nicht. Weil ab und zu gibt es dann auch mal einen Stream, wenn ich mehr Zeit habe. Aber somit können wir das dann irgendwie abregeln. So, was ist denn hier los? Halt! Solange du kein Freund bist, wirst du die Stadt nicht betreten. Du bist kein Freund der Assassinen. Ich vertraue dir nicht. Ach du heiliger Bimmam. Wir brauchen doch wirklich 75 Erfahrung bei denen. Also das ist unglaublich, Leute. Uns fehlen 41 Rufpunkte bei den Assassinen. Das ist unglaublich, Leute. Alter Schwede. 41 Punkte. Wo soll ich die denn alle hernehmen? Es kann ja noch immer richtig lustig werden hier. Na, sammeln wir noch mal ein paar Kräuter ein. Und wenn hier welche hocken, werden wir noch mal eben kurz mit denen quatschen. Wo sind denn hier die Ansprechpartner? Ja, Sklave will ich nicht reden. Bist du ein Ansprechpartner, Assassine? Giacomo. Ja, Giacomo. Reden wir mal eben kurz noch mal mit Giacomo. Willkommen an den Brunnen von Ishtar. Ich bin Giacomo. Wenn du Wasser kaufen willst, bin ich dein Mann. Okay, er will nur Wasser verkaufen. Aber es kommt mir gar nicht in die Tüte, Leute. Hocken da oben auch noch mehr. Hier müssten auch welche hocken. Mehr Ehre. So. Sammeln wir das mal eben kurz ein. Kaffa. Aber der hat mit uns nichts zu besprechen. Das ist mies. Der andere ist nur Assassine. Ja, tolle Frohe Ostern. Na toll. Na egal. So. Ich werde jetzt Folgen und Streams im Wechsel bringen. Je nachdem, wie viel Zeit ich habe. Dann lasst uns bei Gelegenheit ein bisschen lieber auf dem Kanal da in Form eines kostenlosen Abos oder einem Like. Ich würde mich sehr drüber freuen. Würde mich auch freuen, wenn ihr die Glocke aktiviert, weil es ist jeden Tag zur anderen Uhrzeit, dass etwas hochgeladen wird oder dass ich streame. Bedanke mich an der Stelle. Dankeschön für euren Support. Und bis zum nächsten Mal hier bei Let's Play Stream Gothic 3. Euer Skettro.